Wir sind hier in Korb an der Remstalhalle im Hallenbad. Alarmiert worden sind wir zu einem Wohnungsgebäudebrand alarmiert. Vermutlich hat es geheißen Baumaterial auf dem Dach von der Sporthalle. Auf der Antwort hat man schon eine deutliche schwarze Rauchwolke gesehen. Also es war klar, dass das wirklich sich um ein Brandereignis handelt. Aufgrund von der schwarzen Rauchwolke war auch relativ klar ersichtlich, dass es sich um Dämmungsmaterial oder irgendwas in der Richtung handeln musste, weil es eine ziemlich starke Rauchwolke war. Als wir dann ankamen, war noch ein Mitarbeiter von der Baufirma auf dem Dach, der Gasflaschen in die Sicherheit gebracht hat. Wir haben dann die Person ist dann runtergekommen, haben wir dem Rettungsdienst übergeben. Sonst waren keine Personen in Gefahr, war soweit alles gut. Gasflaschen waren dann auch keine mehr im Gefahrenbereich und wir konnten dann umgehend mit der Brandbekämpfung anfangen. Wir haben mitalarmiert gleich die Dreilader von Waiblingen, die dann quasi übers Gebäude, das Nachbargebäude, eine Art Riegelstellung gestellt hat und die Dachfläche abgelöscht hat. Und parallel haben wir dann den Löschangriff mit zwei Rohren vom Boden aus aufgebaut. Die Schwierigkeit ist in dem Fall, dass wir einfach eine ziemlich starke Rauchentwicklung hatten, dass in dem Moment einfach unklar war, wie viel Material liegt jetzt noch oben, sind alle Bauarbeiter weg, wo waren die Bauarbeiter, sind welche im Gebäude drin, dass man einfach die Situation im ersten Moment mal abchecken kann. Und dann die Gefahr, die man dann letztendlich hat, man weiß nicht, wie stark die Rauchentwicklung oder das Feuer vorgeht und wie sich das Dach nachher verhält, auch aufgrund von der Wasserlast, die wir da drauf haben. Also man muss dann schon ein bisschen vorsichtig vorgehen, dass man nicht das Dach mit zu viel Wasser flutet und dann quasi eine Einschutzgefahr hervorruft. Ja, das waren Dämmmaterialien, Bitumenbahnen und Dämmmaterial. Ja gut, was denkt man da in dem Moment? Man kennt die Lokation, das ist schon mal von dem her ganz gut, aber die kennt man als Körper, glaube ich, sowieso, wenn man hier zur Schule gegangen ist, zum Schwimmen gegangen ist. Aber ja, ist natürlich traurig, dass man jetzt im relativ weit fortgeschrittenen Baustadium jetzt wieder einen Einsatz an dem Objekt hat und das dann dementsprechend auf der Antwort schon sieht, dass es wirklich auch ein Brandereignis sich handelt. Ja, das ist schon sehr traurig, vor allem, wenn man das zweite Mal dann da ist. Ja. Es waren zu Spitzenzeiten knapp 60 Feuerwehrleute da vom Rotkreuz. Und von der Bereitschaft waren es 19 oder 20 Personen und 11 Fahrzeuge von der Feuerwehr. Wir sind gerade dabei, das Nachlöscharbeiten auf dem Dach zu machen, das Material einfach auseinanderzuziehen, umzudrehen, abzulöschen, gucken, dass die ganzen Glutlöcher abgelöscht werden. Parallel dazu müssen wir im Innenbereich auch gucken, dass da das geschmolzene Material, wo runterkommt, dass es nirgends so ein Feuer gebrannt hat. Wir hatten gerade noch mal so einen Fall, da ist quasi über eine Dachöffnung heißes Material runter und hat da quasi wieder ein Regenrohr entzündet. Da muss man natürlich ständig immer in alle Bereiche gucken, wo was sein kann und kontrollieren. Also hier sind wir in Korb bei Waiblingen. Wir haben vorgefunden einen Wohnungs- und Gebäudebrand. Es brannte eine Dachisolierung im Korber Hallenbad. Das ist ein Gebäude, wo derzeit renoviert wird. Und beim Eintreffen haben wir eine massive Rauchausdehnung vorgefunden über das ganze Dorf hinweg und hatten einen Patienten schon beim Eintreffen übergeben bekommen von der Feuerwehr. Dazu kann man jetzt nichts sagen. Generell muss man sagen, Rauchgasintox ist immer gefährlich, entwickelt sich sehr dynamisch. Alles oder nichts ist da letztlich möglich. Es sind insgesamt 6 Fahrzeuge mit Rettungs- und Sanitätsdienst und 19 Einsatzkräften. Mit dem Einsatz war der leitende Notarzt. Ich war am Rathaus und habe den Alarm bekommen und bin dann hierher gekommen. Erster Gedanke war, gibt es Verletzte und wie bekommen wir das in den Griff? Ich denke, die Sanierung unseres Hallenbads steht insgesamt unter einem guten Stern, weil wir wollen, dass dieses Hallenbad der Schule, den Kindern, den Älteren wieder bald zur Verfügung steht. Es ist genauso richtig, dass wir im vergangenen Jahr, allerdings überhaupt nicht vergleichbar mit der Dimension des heutigen Brandes, einen Dehnfugenbrand hatten, der auch sehr schnell durch die örtliche Feuerwehr erfolgreich gelöscht wurde. Momentan ist eine Aussage sehr schwierig, weil wir noch nicht wissen, welche Schäden entstanden sind. Wir sind noch aktuell am Einsatzort. Die Feuerwehr hat das Gebäude noch nicht freigegeben. Wir werden aber bereits morgen mit Fachleuten die näheren Untersuchungen einleiten und dann auch umgehend die weiteren Maßnahmen festlegen im Rahmen dessen, was wir dann sagen können.